Heute, am 20.03.2019, soll der 347 Meter lange und 41 Meter breite Luxusliner Spectrum of the Seas überführt werden. Doch zunächst ist hier noch emsiges Treiben. Mit circa 20 Minuten Verspätung bei einem eisigen Wind geht es jetzt um 6.20 Uhr los. Nach der Dockschleuse geht es über die Ems nach Vena, Leer, Jengum, Hatzum und dann zum Sperrwerk bei Ditzum. Von Ditzum aus geht es dann durch den Dollard nach Emshaven. Passagiere sollen auf dem Luxusdampfer Platz finden.